Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Täter, und herzlich willkommen zur Wiedergabe in der Indexsektion der Formationstäter. Heute ist Donnerstag, der 9. Mai 2019, und der DAX vorbörslich auf 12.150 Punkte, damit weitestgehend unverändert zum Schlusskurs vom Vortag. Gestern habe ich euch gesagt, aufgrund der Aussagen von Herrn Trump, aufgrund der Tatsache, dass die US-Regierung beschlossen hat, am Freitag die Zölle weiter zu erhöhen, aufgrund der Tatsache, dass die Chinesen sagen, wir lassen uns nicht erpressen, ist dieser Chart gerade mittelfristig beim Tageschart nicht eindeutig zu lesen, weil in naher Zukunft Ereignisse bevorstehen, deren Ausgang unklar sind. Und deswegen finde ich es auch obsolet zu sagen, also der DAX geht jetzt dahin oder der DAX geht dahin. Es kommt natürlich darauf an, wie die Verhandlungen ausgehen werden. Und wir werden auch sehen, dass die Aussagen von Herrn Trump zum Beispiel jetzt aktuell den Markt durchaus bewegen. Was ich euch aber auch gesagt habe, ist, intraday können wir den DAX eher einschätzen. Und da war die Aussage, und ich zeige euch das über den 5-Minuten-Chart, ich glaube so bei Minute 55, da habe ich euch gesagt, Stärke in Richtung 12.150, 12.170 wird abverkauft werden. Wir haben das hochgemacht bei 12.180. Ich muss es korrigieren mit einer größeren Wahrscheinlichkeit. Und Bewegung in Richtung des Tiefs vom Vortag 12.056, gegebenenfalls 11.960, das ist also die zweite Zielzone, ist wahrscheinlicher, dass das dann wieder hält. So, ich muss euch sagen, wir haben die 12.160 und 12.170 verkauft und haben dann auch relativ rasch angefangen, hier in dieser Zone unser Stop-Loss enger zu machen und sind dann rausgeflogen. So, war eine sehr schöne Trading-Möglichkeit mit über 100 Punkten in gerade mal ungefähr anderthalb Stunden Trading-Zeit. Und das ist auch das, was die Überschrift war, nämlich Range Trading ist angesagt. Ich habe euch gestern gesagt, ich sehe eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass der DAX die 12.000 bärisch aufgibt und dass er an diesem Tage weit über die 12.200 drüber kommt. Und habe auch gesagt, wenn es nicht klappt, komme ich raus und sage, ich hatte Unrecht. Okay, ich hatte also für gestern Recht. Jetzt muss man Folgendes dazu sagen. Es gab aber auch gestern diese Kerze, und die ist zustande gekommen, fast zeitgleich mit dem Tweet von Herrn Trump, wo er geschrieben hat, na ratet mal, was jetzt passiert ist. Die Chinesen haben gesagt, die kommen jetzt, um mit uns einen Deal zu machen. Dann ist der Markt eher hochgegangen. Wenn man sich die US-Futures anschaut, zum Beispiel der Nasdaq-Future, der ist 0,6% hinten, oder der S&P 500-Future ist 0,5% hinten. Das liegt dann wiederum daran, dass er bei einer Wahlkampfveranstaltung gesagt hat, die Chinesen haben ihr Versprechen gebrochen. Dann ist der Markt wieder zurückgekommen. Also im Moment ist der Markt sehr nachrichtensensitiv, und das muss man bitte auch beachten. Folgendes für den heutigen Tag. Und das ist eine pure Theorie, es steht nicht im Chart geschrieben. Intraday halte ich es aktuell für wahrscheinlicher, dass der DAX zunächst einmal in Richtung 12.100 kommt. Das ist von dieser gesamten Aufwärtswelle die 61%, und wenn man im Future eine aufwärtsgerichtete Linie zeichnet, ist sie auch noch eine unterstützende Linie. Von hier aus besteht, muss man gucken im 5-Minuten-Chart, wenn er zum Beispiel dann eine Trendumkehr anzeigt, eine größere Wahrscheinlichkeit, dass der DAX diese Welle, diese 150-Punkte-Welle nochmal wiederholt, dann wäre das Ziel im Bereich von 12.250 Punkten. Es wäre dann auch von dieser Abwärtswelle vom Hoch zum absoluten Tief, was noch so ein bisschen tiefer liegt im Future, wäre dann so ungefähr die 61%. Das heißt, so rein technisch 12.100, von der 12.100 in Richtung 12.250, 12.280, größere Wahrscheinlichkeit. Für mehr reicht mein Latein im Moment nicht. Und Leute, ihr müsst wissen, wenn ihr hier aktuell Daytrading betreibt, ihr tradet in die Möglichkeit rein, dass, weiß ich nicht, irgendwie Bloomberg was sagt oder irgendein Unterhändler etwas sagt oder dass die Chinesen etwas sagen, und da reagiert der Markt aktuell sehr sensitiv darauf. Auf Tageschartbasis nach wie vor für die kommenden Tage größere Wahrscheinlichkeit für diese Range 12.000 bis 12.400, gegebenenfalls die Unterseite
11.750. Der Ausgang der Verhandlungen kann den Charakter des Charts ändern. Mehr gibt es hier nicht zu sagen. Es ist eine Zeit, wo ich eher Risk-Off spiele und eher nicht über mehrere Tage in Risiko reingehe. Kann es dazu führen, dass der Markt zum Beispiel komplett ausverkauft wird und dann verpasse ich das auf der Short-Seite? Oder es gibt gute Nachrichten, der Markt springt nach oben. Kann alles sein. Da bin ich nicht dabei. Ich bin dabei, wenn ich die Wahrscheinlichkeit aus dem Chart ablesen kann. Jedem, den es nicht passt, der kann das gerne anders machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er viel Geld am Markt lässt, weil er einfach darauf losspekuliert, ist deutlich größer. Für mein Geld habe ich hart getradet. Das verschenke ich nicht einfach so daher. Und in diesem Sinne, habt einen gelungenen Handelstag, habt ein schönes Wochenende. Und nochmals, wenn ihr sagt, ja, ich merke, ich schaffe es nicht, mich zurückzuhalten, ich habe kein System, wir haben eins, das nachweislich nicht funktioniert und wir traden es vor. Wir bilden nicht nur aus. Informiert euch gerne über unser Mentor-Programm. Herzliche Grüße.